Moin und willkommen zurück zu X4. Heutiges Ziel auf jeden Fall die Nemesis kaufen. Aber jetzt auch nicht in der billigsten Variante, also auch nicht die teuerste, bei weitem nicht. Aber sagen wir so knapp über 3 Millionen würde ich schon ausgeben wollen für das, was ich das letzte Mal zusammengestellt habe. Heißt, wir brauchen noch ein wenig Geld. Mach mal Platz. Ja. Also, wir haben 2,3, fast 2,4. Es kommen nochmal 270.000 durch Handel rein. Ja, dann sind wir ja schon mal bei 2,6 Millionen von den benötigten 3. Natürlich gerne ein bisschen mehr. Wir möchten noch ein kleines Polster haben, damit unsere Händler weiter handeln können. Heißt es für uns auf jeden Fall nochmal so 500.000, 600.000, 700.000 verdienen. Wie machen wir das? Wir könnten zum einen natürlich nochmal Geld opfern, um einen größeren Schürfer zum Beispiel zu kaufen, den wir irgendwo einsetzen, um entweder Silizium oder Nividium oder so abzubauen. Weil das Material ist doch deutlich ertragreicher, wenn man es verkauft, als beispielsweise bei unserem Heliumfrachter, was eben nichts wert ist, oder auch Erz oder Eis ist halt entsprechend wenig wert. Aber Silizium oder eben auch Nividium ist schon beides sehr wertvoll im Vergleich. Könnt ihr beispielsweise mal gucken, irgendwo haben wir hier Silizium ist halt überall so ein bisschen, aber echt nicht wirklich viel. Was haben wir? Nichts? Ach, da haben wir keine Sonde aufgestellt. Ich weiß gar nicht, was es bei profitabler Handel 4 gibt. Wir befinden uns aktuell hier. Da weiß ich auch nicht wirklich, was es gibt. Wir könnten natürlich, vorausgesetzt wir haben das an Bord. Erstmal wieder gucken, wo ich das sehe. Das ist Quatsch. Weil ich schon echt wieder viel mit mir rumschleppe. Sich irgendwo verkaufen? Oder wollte ich das behalten, um gegebenenfalls etwas damit bauen zu können? Ich weiß es nicht mehr. Aber was wollte ich? Das hier wollte ich. Ah, schon wieder Raketen dabei. Täuschkörper. Wir haben auch Ressourcensonden. Genau, es ging mir um die Ressourcensonden. Aber ich sehe, oder habe ja gerade gesehen, wir können Sachen verkaufen. Ich habe Antriebsteile dabei. Warum habe ich Antriebsteile dabei? Habe ich, glaube ich, irgendwo eingesammelt, ne? Die sind halt nichts wert, aber verkaufen wir auch mal. Dann, haben wir leider Reparaturkosten. Aber wie erwähnt, haben wir auch Raketen eingesammelt. Habe ich gerade den erweiterten Satelliten weggeschmissen? Ja, habe ich. Wie viele hatte ich? Einen. Okay. Die Frage, wir würden jetzt sogar nochmal 15.000 gut machen.
Die Ressourcen sollen kosten die ernsthaft, ja, die kosten 8000. Ja, gut, machen wir das so. Haben wir zumindest ein minimales Plus noch gemacht. Genau, was wollte ich sagen? Wir könnten natürlich kaufen einen irgendeinen Anzug. Würde ja eigentlich voll in mein Thema passen von meiner Fraktion. So, ne, auch mit dem roten Visier und so weiter, das wird schon. Mal kurz gucken, was der mich kosten würde. Wenn ich ihn dann anwerben kann. Ja, komm her. Hallo. Auch wenn es halt kein Mensch ist, ich aber. Ich grüße Sie. Oh. Ja, nee. Nee. Oh, das würde uns jetzt wieder so weit wegbringen vom Ziel. Jetzt wird auch wieder eine ganze Million auf jeden Fall einnehmen müssen. Aber den hätte ich natürlich schon gerne. Den könnte ich ja beispielsweise auch auf die Nemesis mit draufsetzen. Als Piloten, wenn ich sie dann kaufe. Ich wünsche eine gute Reise. Bleib doch gerne mal auf der Station und irgendwann nehme ich dich mit. So, zum Thema zurück. Was macht er da mit meinem Schiff? Spinnt der? Ja, wir könnten Schiffe kaufen. Zum Beispiel, ne, könnten wir ja weitere Schiffe kaufen, die uns ja, ich sag mal so, roundabout 1 Million kosten würden. Etwas weniger. Uns dann ja aber die ganze Zeit Ertrag bringen, ohne weitere Kosten zu verursachen. Also es wäre wirklich so ein einmaliges Ding und man könnte hier beispielsweise auch die schon wieder runterschmeißen, sehe ich gerade. Man könnte auch hier die Scanner runtersetzen, das macht es auch nochmal deutlich günstiger, weil man die hier eigentlich nicht mal braucht. Okay, das ist Pflicht, das ist Pflicht, das ist Pflicht. Der könnte weg und der könnte rein theoretisch auch weg. Dann würde das Ganze schon nur noch 600.000 kosten. Na, knapp 700.000. Und die bräuchten wir auch nicht. Das könnte auch etwas runter. Bergbaulaser ist okay. Auch die bessere Variante. Hier ebenso. Ist okay. Wir bräuchten allerdings mehr Crew. So. Also das, was wir für den einen Piloten ausgeben könnten, könnten wir auch stattdessen ausgeben, um uns noch einen Schürfer zu holen. Mit dem wir dann besagtes Nividium zum Beispiel schürfen können. Das wäre eine Möglichkeit. Wir haben jetzt 2,4 Millionen. Und der würde uns knapp 600.000 kosten, das heißt, wir hätten dann noch 1,8. Wir müssten dann noch circa 1,2 bewirtschaften, das würde natürlich wieder ein bisschen dauern. Gucken wir mal kurz auf die Zeit. Und ich glaube, ich lasse das alleine deswegen schon, weil ich ja bei den Schürfern eigentlich auf L-Schiffe gehen möchte. Zum einen bringen die natürlich von vornherein deutlich mehr als diese M-Schiffe. Und erst recht als S-Schiffe würde ich nie und nimmer kaufen. Zum anderen sind die natürlich deutlich besser gewappnet für eventuell später auftauchende Kark-Schiffe, die immer wieder in den Asteroidenfeldern und so weiter spawnen und ja die Miner quasi belästigen. Und ein L-Schiff kann sich da deutlich besser gegen wehren, beziehungsweise zumindest den Angriff komplett ignorieren, bis entweder ich oder meine Schiffe ankommen, um die Kark dann einfach wegzuballern. Von daher würde ich sagen,
Ja, lassen wir das hier mit dem Miner. Da bitte Erlaubnis zum Andocken. Und suchen uns eine andere Möglichkeit. Wir hätten da beispielsweise Missionen noch offen. Bekannter Krimineller identifiziert. Bitte helfen Sie bei der Verfolgung. Das macht natürlich alles keinen Sinn. Also die Mission hier oben machen, so können sie bringen kein Geld. Bringen gegebenenfalls ein Schiff. Was man vielleicht verkaufen kann, vielleicht aber auch nicht. So wie dieses, wo ich hier gerade drin sitze, haben wir das letzte Mal gemerkt. Geometrische Eule verkaufen, nicht möglich. Zumindest das letzte Mal war es nicht möglich. Wir haben aber verschiedene Möglichkeiten, hier Geld zu verdienen. Wir könnten beispielsweise aktfangende Schiffe zerstören. Oder Xenon-Schiffe zerstören. 400.000. Ja, ein einziges Schiff noch vom Heiligen Orden des Pontifex. Bringt man eben 460.000. Yaki. Gut, die Patrouillendinger bringen nicht viel. Die Minenräumung bringt nicht viel. Ja, das meiste ist schon recht nutzlos und die Escort-Missionen, die tatsächlich sehr gut sind und auch deutlich mehr bringen, als was da angegeben ist, dadurch, dass man hier eben auch noch die Karak-Schiffe zerstört, die auch nochmal einen Bonus bringen, quasi auf die Mission. Die möchte ich dann ja mit der Nemesis machen. Und das hier ist zum Beispiel eine Mischung aus, wir finden erstmal Erz. Und dann schützen wir die Bergbauschiffe noch. Genau das gleiche hier. Aber, wie gesagt, das Zerstören der Schiffe. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Pontifex. Nein. Also Xenon ist klar. Doch. Heiliger Orden des Pontifex. Sie sitzen hier unten. Davon ein Schiff. Und dann noch ein paar Xenon und dann hätten wir es. Auch nicht mehr besonders weit weg. Wir können das ja mal gucken, ob wir es hier hinbekommen. Also nicht im Gebiet des Pontifex, sondern sozusagen nebenan. Autopilot eingeschaltet. Fliegen wir doch mal ganz kurz dahin. Und dann versuchen wir mal ein einzelnes Schiff von denen zu zerstören. Dann haben wir schon mal die ersten fast 500.000. Hätten wir ja gegebenenfalls schon genügend Geld, um die Nemesis zu kaufen. Wie gesagt, um noch ein kleines Polster für Handel zu haben, für meine anderen Schiffe. Würde ich ja vielleicht noch ein bisschen mehr machen wollen. System, sündhafte Vergeltung. Die Frage, ob wir dann eben noch diese Xenon-Mission machen und dann nochmal hier hochfliegen.
Das kann ich überlegen. Erreiche System. Nicht da, sondern. Was ist denn das noch? Hier. Hier nochmal gegen die Xenon kämpfen. Wir könnten natürlich aber auch einfach die Nemesis kaufen. Und mit der Nemesis dahin fliegen und das machen. Und dann wäre ja dann das Geld für Handel wieder übrig. Vielleicht machen wir das einfach. Autopilot ausgeschaltet. So, jetzt gucken wir. Wir brauchen ein Schiff des Pontifex. Grüße, Freund. Ich bin stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir bei unseren Terraforming-Bemühungen große Fortschritte machen. Sie werden sich schon das letzte Mal erzählt, dass unser Planet Sutton im System Gaias Verkündung jetzt ein viel gastfreundlicheres Ökosystem beherbergt. Nochmals vielen Dank an Sie für die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Leben Sie wohl, mein Freund. Oder ist das jetzt ein weiterer Planet, einfach nur der Terraform wurde? Wahrscheinlich, ne? So, aktuell kann ich keine Pontifex-Schiffe finden. Nemesis, Angreifer, Odysseus, E. Nemesis, Sprungtor, Anspruch des Pontifex. Jetzt sind die hier auch einfach nur vorsichtig, weil die hier auch von denen hier drumherum abgeschossen werden würden. Gehen wir mal da rein. Erreiche System, Anspruch des Pontifex. So, und dann gucken wir mal. Oder ein ziviles Schiff reichen würde. Ich kann ja mal gucken. Ich erforsche mal eben diese Station. Guck mal, ob es da zivile Schiffe gibt und was die quasi für eine Zugehörigkeit haben. Ich muss natürlich auch sowas hier aufpassen. Hier darf ich gar nicht sein. Das ist, glaube ich, für einen anderen Plot, diese Station dort. Fahrer umgehend Verstärkungen! So, für später, um die wieder etwas freundlicher zu stimmen, sehe ich gerade. Genau. So machen wir es. Dass es hier auch eine Escort-Mission gibt. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Die brechen wir natürlich jetzt aber erstmal ab, beziehungsweise setzen sie auf inaktiv. Paranidisches Stationssicherheitsschiff. Ziviles Schiff C. Ne, die sind einfach nur zivil. Kurzstreckentransporter B. Das ist natürlich schade. Also ich könnte natürlich dieses Stationssicherheitsschiff nehmen. Ziviles Schiff. Paranidisches Stationssicherheitsschiff. Das ist natürlich ziemlich schnell kaputt. Jetzt auch schon 2,8 Millionen. Es kommen 123.000 noch hinzu. Ich kann auch einfach warten. Hermes, Verteidiger. Ja, gucken wir mal, wo der dahin fliegt. Massentransporter E. Schnappen wir uns einmal kurz den und die von vornherein schon mal etwas freundlicher zu stimmen. So. Hermes, Verteidiger. Nochmal, aber der fliegt wahrscheinlich so dicht an der Station. Demeter, Hermes, Demeter, Hermes, Verteidiger. Ja. Welch keinen Sinn macht, die hier anzugreifen.
zurück. Also irgendwo ein Schiff, das alleine rumschwirrt. Aber hier könnte natürlich eins sein. Gar nicht angezeigt, da wo ich nicht sein darf. Okay. Ah, hier würde es auch gehen. Okay. Vielleicht. Ist halt Nemesis, ne? Nemesis, Verteidiger. Und auch nicht nur einer. Ich möchte nicht gleich den ganzen Sektor hinter mir dran haben. Weil wenn ich dann ja in den nächsten Sektor springe, werden sie ja von ihren anderen Freunden empfangen. Wäre ja vielleicht doch gar nicht so problematisch. Das ist 2-9. Jetzt haben wir 2-9. Aber wenn ich es richtig sehe, müsste jetzt quasi erstmal wieder was eingekauft werden, um es verkaufen zu können. Kritische Daten auf Drohne entdeckt. Dann helfen wir mal kurz. Wird die deutlich freundlicher stimmen. Wo ist das Drohnenschiff? Gelandet gerade, ne? In dem Moment, wo ich ankam. Ja. Sehr schade. Geht's mal eben weiter. Doch richtig unterwegs, ja. Jetzt macht es Sinn, erstmal wieder die Richtung zu wechseln. Scheinbar wurde noch nichts ausgegeben. Es sind immer noch 2-9 und es ist nichts. Deswegen demnächst kommt, da darf ich nicht hin. Die Geschwindigkeit werde ich wahrscheinlich vermissen, wenn ich dann auf der, also mit der Nemesis unterwegs bin. Aber das ist dann natürlich so ein Ding, ja, der Kompromiss, den man dann eingeht, um ein wirklich gutes Schiff zu haben. Und das hier ist auch nicht schlecht, aber es reicht. Es reicht in manchen Situationen einfach nicht. Ich kann mal ganz kurz was gucken. -12. Lotus, Mineralien, Verteidiger. Da sind wir jetzt einfach mal hinterher. Auch auf die Gefahr hin, dass wir gleich die Sektorsicherheit hinter uns haben und uns her haben. Nicht gehandelt, okay. So, wo ist deine Bewaffnung? Die ist oben auch. Okay. Dann speichern wir mal eben. Dann beginnen wir. Ernsthafte Konsequenzen für sie haben.
offen. Melde eine Straftat. Entlaufung. Strafregister wurde aktualisiert. Ich habe Ich fängt an, Zeug zu schießen. So. Was schießt denn da noch auf mich? Autonome Notfalldrohne, Asteroid. Autonome Notfalldrohne. Okay, sonst kommt aktuell nichts. Warum? Beförderung zum Freund der Republik. Aus ihnen mache ich Raumstaub. Nicht. Na, irgendwas will mir da folgen. Nein. Okay, das war nicht ganz so gut mit dem Driften und Co. Aber wir wollen hier durch. Erreiche System, frommer Nebel. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Hier ist die Sektorsicherheit. Greift doch gar nichts an. Melde eine Straftat. In Ordnung. Strafregister wurde aktualisiert. Autopilot eingeschaltet. Wir sind wieder auf minus 14, genau da, wo sie vorher auch waren. Alles gut. Sollten die mir jetzt folgen, werden die wahrscheinlich von den anderen Fraktionen abgeschossen. Die sind nicht so beliebt. Forderungen gehen Verstärkung an. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Erreiche System, Dreieinigkeit. Beschleuniger, unbekannter Sektor. Ich wollte gerade sagen, so weit will ich doch gar nicht. Ich will doch bloß bis da. Paranid Raumpier. Autopilot, ausgeschaltet. Der hat eine neue Mission für mich. Das ist richtig sehr, jawohl. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Die machen wir dann auch gleich. Aber erstmal Schiffchen kaufen, oder? Muss doch jetzt gehen, genau, 3,4 Millionen. Wir kriegen nochmal 40.000 durch Handel. Undock-Erlaubnis erteilt. Das dürfte also eigentlich gar kein Problem sein. Verkaufen. Ja doch. Die Nemesis. Also, ich hatte mir das letzte Mal diese Konfiguration ausgesucht. Jetzt kann ich natürlich gucken. Die kostet 3 Millionen. Das heißt, ich hätte noch 400.000 übrig. Ob ich nicht schon etwas verbessere. Die Schilde würde ich nicht verbessern wollen, weil die Schilde möchte ich bei den Terranern kaufen. Da sind sie besser.
Frage ist, ob man dann gleich hier sagt, komm, kaufen wir das. Dann ist das Geld natürlich weg. Nee, machen wir nicht. Wir kaufen den genauso wie beim letzten Mal quasi konfiguriert. Und haben somit in Kürze eine Nemesis. Und sind erstmal wieder pleite. Habe ich das nicht das letzte Mal schon gemacht? Das ist gut. So. Dann gehen wir einmal ganz kurz zum Händler in der Zeit. Was macht man da nochmal was loswerden? Kann ich helfen? Bitte sehr. Vielleicht. Hier verkaufen wir noch ein bisschen was. Ich wünsche eine gute Reise. Jo, und dann gehen wir mal. Hatte der schon irgendwas für uns? Ich glaube nicht, das würde ich ja bestimmt das letzte Mal schon gemacht haben. Ich grüße Sie. Metallveredelung. Eigentlich wäre die Wasserproduktion wahrscheinlich nicht schlecht, weil ich hier selber schon Eis abbauen kann. Dass wir dann entsprechend noch Wasser produzieren und verkaufen. Oder eben die Metallveredelung, aber... Gute Reise! Nein, erstmal nicht. Wir werden das wir haben hier draußen etwas gefunden. Wenn du kannst, beanspruchen bitte. Frage ist, wo ist die Marco? Da, die hat ein Schiff gefunden. Das ist eine Enterkapsel und die Enterkapsel will wohin? Weiß ich nicht. Doch da drauf. Samtiger Donner. Geht zu Fune. Was ist denn der samtige Donner? Ein Schiff. Was haben wir denn da gefunden? Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im holographischen Kino neue Filme angefangen haben. Bring das Schiff doch mal dahin. Wer auch mal da drin sitzt. Dann machen wir mal Livestream-Ansicht. Und dann gucken wir gleich mal, was das ist. Ich konnte es jetzt gerade nicht sehen. Okay, kennt man. Hier liegt ein terranisches Schiff. Das muss dann nochmal einmal umlackiert werden. Zack. Das war ja auch nicht so verkehrt, ne? Aber ein bisschen viel weiß. Installieren. Es hat keine Waffen. Es muss also noch mit Waffen bestückt werden. Aber ansonsten
Ja, mal gucken. Mal gucken. Neues Schiff ist immer gut. Was bist du eigentlich für einer? Das ist 13.000. Dann geh du doch mal auf die Mako als Marinesoldat. Nein, nein, nein. So schnell wird da kein neues Schiff auftauchen. Ach so. Wir möchten unsere Besucher daran erinnern, auch die besonderen Verkaufsräume nahe dem Casino aufzusuchen. Was ist denn mit der Nemesis? 1:30. Eine Minute 30. Wird sie denn wirklich schon gebaut oder ist hier in Warteschleife? Zu sehen ist hier noch nichts. Könnte natürlich auch unter Deck gebaut werden, aber ich meine, normalerweise sieht man, dass sie so langsam entsteht, genau wie bei den Stationen. Ist nicht besonders schick, weil die an ganz, ganz, ganz vielen Stellen so sich langsam bildet. Also ich sag mal jetzt nicht so irgendwie so Stück für Stück, Aggregat für Aggregat oder Bauteil für Bauteil, sondern überall ringsherum, überall so kleine Stellen, wo das so ist, wie so ein Puzzle. Viele, viele kleine Puzzleteile, die sich langsam verbinden. Könnte besser sein. Ja, mal ganz kurz um. Grüße! Sichere Reise! Was will ich denn von dem? Wie viel Geld habe ich denn eigentlich jetzt? 412.000. Ich grüße Sie! Ja, nein, vielleicht. Ja, komm, den nehmen wir auch mit. Du kannst auf die Mako als Marinesoldat. Sie werden meine Einstellung nicht bereuen. Ach, wenn ich lieber ein rotes Visier gehabt hätte, anstatt ein gelbes. Aber durch den Helm sieht man zumindest an der Rasse nicht. Das haben wir, da waren wir auch schon mal, dann gehen wir doch mal dahin. Also genau, da haben wir dich. An der Ferne ist nichts zu sehen, da geht's nicht weiter. Was haben wir denn noch? Den Schiffshändler haben wir noch. Ja. Und hier ist niemand. Okay. Ich grüße Sie. Wann baust du mein Schiff? Es ist halt immer noch nichts zu sehen. Im Baum. 1:30. Na gut, dann würde ich sagen, die Zeit skippe ich einfach für euch. Das macht jetzt auch keinen Sinn, hier irgendwie noch dumm rumzulaufen oder dumm rumzufliegen und sonst irgendwas zu machen, um die Zeit zu überbrücken. Und dann würde ich euch wieder dazu holen, wenn das Schiff fertig ist.
Bewegung, Bewegung, Bewegung. Genau. So machen wir das. Ich pausiere dann eben die Aufnahme. Und ja, wie gesagt, wenn das Schiff fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Ich grüße Sie. Ein Platz für dich auf dem samtigen Donner. Ja. Eine kluge Entscheidung. Ich werde mich Ihres Vertrauens als würdig erweisen. Mhm. Und dann, wie gesagt, bis gleich. So, willkommen zurück. Da steht das Ding. Auch schon mal direkt in unseren Farben lackiert. Das hat jetzt so ein bisschen gedauert, weil es gab ja gar nicht genügend Komponenten für das Schiff auf dieser Station. Das hatte ich dann nochmal direkt nachgeguckt, nachdem ich euch in die Pause geschickt habe. Und zwar haben dort Waffenkomponenten gefehlt. Ich habe natürlich direkt ein Schiff losgeschickt, die selber einzukaufen, um sie dann da zu verkaufen. Also der Handel wird auch durchgeführt und es gibt auch ein bisschen Credits dafür. Allerdings war ich zu langsam. Bin noch nicht mal fertig geworden mit dem Einkaufen. Der Einkäufer fliegt hier noch. Hier nach Antigone. Beziehungsweise in die Leere bei dieser Station. Kauft die da ein und fliegt dann halt hier rüber, wo ich die Nemesis bauen wollte. Und die brauchen aber immer noch Waffenkomponenten. Die sind ja jetzt wieder leer, nachdem sie mein Schiff gebaut haben. Genau, und dann verkauft er die da einfach. In der Zwischenzeit habe ich noch weiteres gemacht. Ich habe alle Schiffe, die jetzt für mich unterwegs sind und Systeme erkunden, inklusive jetzt ja auch der geometrischen Eule, einmal noch mit dem Tech vorweg Speer umbenannt, so dass ich die alle immer wieder finde und auch sehe, machen die jetzt gerade was oder machen die nichts. Ich sehe zum Beispiel hier, ne, die Speer 1 Lumme. Der macht nichts mehr. Warum auch immer. Das heißt, der kriegt jetzt einen neuen Befehl. Und der soll mal eben bitte hier weiter erkunden, ne? Aber das System scheint ja so groß zu sein. An alle Piloten. Das wird dem. Sie beim Verlassen der Station bitte umgehend den Bereich des Stationseinganges. Danke. Vielleicht ein paar mehr Befehle zum Erkunden hier geben müssen. Genau, dann hat er das eben durch. Die anderen Systeme hat er ja geschafft. So, das heißt, er macht jetzt da den Bereich. Danach würde ich ihn hier rüber schicken. Dann soll er da weiter erkunden. Das System ist deutlich kleiner, sieht man. Schafft er in einem Rutsch. Ja, aber das System hier scheint wirklich sehr groß zu sein. So, die anderen sind alle aktiv. Die geometrische Eule, die ich hier ja stehen lassen habe, die lasse ich natürlich auch direkt hier einmal erkunden und dann eben hier die angrenzenden Gebiete dort, dort und dort. So, das hier kenne ich nicht, das muss ich mir selber noch angucken. Habe ich noch etwas gemacht? Nein. Beziehungsweise der samtige Donner, den habe ich hier nochmal mit Schilden ausgestattet, zusätzlich. Und der erkundet jetzt halt für mich die Sigaris-Systeme. Dass ich da auch ein bisschen besser Bescheid weiß, was ist wo. Und das war's. Jetzt geht's endlich in die Nemesis. Ich selber habe das Spiel oder das Schiff noch nie gespielt oder geflogen. Ich habe nur davon gehört, dass es eins der besten Spielerschiffe sein soll. Und das werden wir jetzt austesten. Natürlich ist es jetzt noch nicht perfekt ausgestattet. Ja, wir mussten ja auch einen Piloten annehmen, der hat zum Glück einen Helm bekommen, sonst hätte ich ihn gleich entlassen. Sir. Und dann werden wir die Nemesis mal fliegen. So, was haben wir? Wir haben 2 Geschütztürme und wir haben 5 Hauptwaffen. Oh, und das Geld kommt auch langsam wieder rein, sehe ich gerade. Jetzt bin ich doch schon wieder bei 600.000. Obwohl ich mich bis auf 200.000 erstmal blank gemacht habe.
durch die Reparatur des anderen Schiffes und das Kaufen der Waffenteile. Das heißt, auch wenn da das Geld wieder für zurückkommt, kommen direkt wieder ein paar hunderttausend rein. Müssten eigentlich, die stehen hier, es könnte das sein, 234.000, wenn der schon eingekauft hat. Hat er aber nicht, das heißt, auch wenn der dann hier eingekauft hat, dann kommt hier nochmal ein ganzer Batzen oben drauf. Und dann müssten wir alleine durch den Handel vielleicht schon wieder bei einer Million sein. So. Ich würde jetzt einfach mal speichern, ein bisschen was habe ich ja doch gemacht in der Zwischenzeit und das möchte ich nicht alles nachholen müssen, nur weil jetzt vielleicht gleich ein paar Fehler passiert. Jetzt auf. Im Highway. Ja, die Beschleunigung ist schon, das ist schon was anderes als gerade eben. Also wir beschleunigen gerade hart. Aber das Schiff ist, wie gesagt, noch nicht zu 100% ausgestattet. Die Antriebe würde ich mir gegebenenfalls bei den Split holen. Die haben halt sehr schnelle Antriebe. Schilde würde ich mir bei den Terranern holen. Waffen? Weiß ich nicht. Gegebenenfalls auch nochmal bei den Split. Die haben halt Waffen, die auch zum Teil beispielsweise ihren Schaden direkt durch die Schilde, durch auf die Hülle mit draufgeben. Obwohl die Schilde eben noch aktiv sind. Das kann unter Umständen schon ordentlich helfen, beispielsweise wenn man jetzt auch Schiffe entern möchte oder so, dass man direkt schon mal anfängt, die Hülle mit zu beschädigen. Unbekanntes Schiff. Aber soweit sind wir jetzt erstmal noch nicht. Wir werden jetzt die Escort-Mission hier machen und werden uns mal angucken, wie sich dann das Schiff hier schlägt mit der Bewaffnung. Warum war das die Railgun? Oder warum hat es rausgezoomt? Keine Ahnung. Gut, werden wir das Schiff hier mal eskortieren. Mal gucken, wie wir mit dem Kark klarkommen. Das ist halt auch die Frage, ob wir die Railgun behalten in der Mitte. Habt ihr gesehen jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die lädt schon sehr lange auf. Wird wahrscheinlich auch ein mächtiges Badabum dann sein, aber ja. Jetzt sollte ich die tatsächlich mal auf eine andere Waffengruppe machen, damit die nicht mal gleich mitfeuert und die dann bei Bedarf nur abfeuern. Aber wie ich mich kenne, vergesse ich das dann. Ich doch am Überlegen, ich mache das glaube ich schneller. Raygun auf die 2. Das muss schon gewesen sein. Ja. Ach, die greifen direkt mich an. Das ist ja nett. Jäger. Kommt schon an die ran. Schwarmwächter. Darf ich denn mal auf den schießen? Der hat ja gar nichts angezeigt. Warum zeigt er mir nichts an? Also der schießt schon an der Stelle hin, aber ich hätte natürlich gerne. Ach, das Visier. Jäger. Na, da ist es wieder. Oh. Schwarmwächter. Theoretisch haben die keine Chance, aber das war jetzt gerade eben tatsächlich echt blöd. Wenn ich sie erstmal treffe, haben die eigentlich keine Chance. Jäger. Dennoch zerstören die gleich das Schiff. Höhe
für mich. Ich müsste eigentlich tatsächlich mal die Bewaffnung ändern. Sieht's ja, das ist ja... Lutos, Mineralien. Totaler Wahnsinn. Schwarmwächter. Die Raygun, die macht halt überhaupt keinen Sinn. Jäger. Das ist was gegen Großkampfschiffe, aber nicht gegen Jäger. Das halt nicht. Aber wenn ich treffe, ist alles gut. Ja. Okay. Der Test lief jetzt nicht so gut für mich. Was machen wir? Die Splitzen, glaube ich, immer noch nicht so freundlich gesinnt, ne? Die Familien. Gefallene Familien minus 5. Die hier, um die geht's. Doch, die sind... Doch. Wenn ich jetzt da... eine Förderung abholen kann, habe ich wahrscheinlich schon. Kann ich mir angucken. Vorausgesetzt, ich habe die entsprechenden Stationen schon entdeckt. Das hatte ich, glaube ich, hier drüben, genau. Ich jetzt hier beispielsweise aufs M gehe, genau, ist alles verfügbar, das heißt, die Waffen sind auch für mich verfügbar. Fordere umgehend Verstärkung an. Frage, dass nicht doch das Schiff hier geil gewesen wäre. Hat 6 Waffen. Und 2 Türme, hat halt nur einen Schild, genau. Und das ist der größte Unterschied da. Aber das Schiff wäre bestimmt auch super gewesen. Ah, jetzt kommen Credits rein. Ne? 700.000 habe ich noch. 370.000 sind auf dem Weg. Unter anderem eben dieses hier. Das ist jetzt gestartet. Und was ist denn das hier? Fliehen? Wo fliegt denn das? Keine Ahnung. Aber das sind eben die Waffenteile, die ich gekauft habe. Wenn die hier abgegeben werden, dann haben wir unsere Million wieder voll. Nichtsdestotrotz müssen wir unser Schiff aufwerten. So, das können wir zum einen ja einmal hier tun. Gehen wir mal dahin. Autopilot eingeschaltet. Holen wir uns da den Antrieb und gegebenenfalls andere Waffen.
Ist irgendwo gegen gedonnert. Ich schilde mal eben alle weg. Erreiche System. Profit Center Alpha. Ich sehe gar keins meiner Schiffe unterwegs. Da war doch bestimmt einer zum Erforschen, oder habe ich das selber so weit aufgelegt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich auch wieder so ein Riesensystem, wo ich im Grunde nochmal einzelne Punkte auswählen muss zum Erkunden. Die Matrix 451. Ja, ist eigentlich ein Xenon-Sektor. Wurde von den Teladi übernommen. Dafür ist das eigentlich kein Xenon-Sektor. Also das hält sich dann jetzt gerade noch so ein bisschen die Waage. Der ist wieder ganz normal unterwegs. Feed machen. Autopilot ausgeschaltet. Nein. Autopilot eingeschaltet. Bleibt so. Aber Xen und M zerstören, das kann man natürlich nebenbei so mitnehmen. Erreiche System. Zwei Riesen. Das macht man ja, wie gesagt, nebenbei. Problem ist natürlich, wir haben jetzt nochmal sehr, sehr viel Flugzeit vor uns. Vielleicht schicke ich euch nochmal ganz kurz in die Zeitreise. Aber wir müssen ja einmal dahin. Und wir müssen ja noch einmal entweder dort oder dorthin. Die Schilder nochmal aufzuwerten. Muss ich scheinbar den neuen Sitz des Anführers von Hatikva finden. Müsste ja eigentlich hier sein. Ist aber nicht. Ist ärgerlich. Lebt er noch? Ja, ne? Ja. Xenon M. Erreiche System. Freier Markt. Ja, wir machen eine kurze Zeitreise für euch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wie man vielleicht rechts erkennen kann, habe ich die Waffen modifiziert. Das habe ich bei den Split getan. Und zwar haben wir jetzt 5 Hauptwaffen Stufe MK2, wovon es 2 Thermaldesintegratoren gibt. Das sind die, die auch durch die Schilde direkt auf den Rumpf hauen. Wir haben nach wie vor die 2 Bolzenrepetierer, die hatten wir vorher auch. Und wir haben eine Neutronen-Gatling MK2 an Bord. Unangetastet gelassen habe ich jetzt erstmal die Strahlengeschütze MK1. Die uns quasi einfach verteidigen, wenn uns was angreift. Der Antrieb ist ein Split-Antrieb, und zwar ein Gefechtsantrieb des MK2. Wie gesagt, ebenfalls von den Split. Und die Schilde, die wir sehen hier, nö, ne? Ich sehe keine Schilde. Auf jeden Fall haben wir 2x Terraner-Schilde. MK2. So. Da wir uns im Gebiet der Terraner befinden, habe ich jetzt gedacht, wir werden einmal die beiden Terraner zusammenbringen. Das geht über dieses Tor. Dann haben wir auch eine weitere Verbindung zwischen den verschiedenen Systemen. Und dahinter befindet sich ja direkt noch der Auftrag, den wir das letzte Mal abgebrochen haben.
Und zwar den nächsten Yaki-Angriff verhindern. Und das wollten wir dann machen, wenn wir die Nemesis haben. Zumindest probieren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, gegebenenfalls hätte ich ja auch noch den einen oder anderen Jäger mitnehmen können, die ich ja jetzt auch besitze, aber das habe ich gelassen. Und dazu kann ich noch sagen, ich habe einen der Jäger genommen, und zwar meinen alten, die Marco. Ich glaube, das war die Marco. Genau, das hätte natürlich auch der... Oh ja, ist der andere noch die geometrische Eule sein können, aber ich habe die Marco genommen, weil die noch wirklich voll war mit Satelliten und so. Die habe ich nochmal beauftragt, Satelliten hier überall zu platzieren. Und hier zum Beispiel kann man das ganz gut sehen, ne? Hier sind jetzt ein paar Satelliten hingekommen. Und zwar die erweiterten. Das heißt, die werden mir jetzt auch regelmäßig Aufschluss darüber geben oder auch meinen Schiffen. Was wird hier bei den Stationen ein Antigone Memorial quasi gekauft und verkauft? Und gleichzeitig habe ich eine Ressourcensonde platzieren lassen, um zu gucken, was es hier gibt. Und das ist gar nicht schlecht. Das heißt, den nächsten Schürfer werde ich wahrscheinlich dort hinbringen. Genau. Und hier gibt es auch so ein paar Sachen, die hier gekauft und verkauft werden. Was es hier scheinbar nicht gibt, sind Stationen, die quasi Rohstoffe brauchen. Das dürfte es dann erst in den angrenzenden Sektoren geben. Das ist vielleicht nicht das Problem. Aber ich überlege dann einfach hier eine Station zu bauen, die einfach selber die Rohstoffe annimmt und dann verarbeitet in Produkte, die wir kaufen. Zum Beispiel Smart Chips oder Hüllenteile. Das sind so Sachen, die könnte man, glaube ich, relativ früh schon produzieren, in 2-3 Schritten. Und das könnte man ja hier machen mit einer kleineren Station und dann quasi hier die Kollegen beliefern. Genau, auch in anderen Sektoren soll schon mal geguckt werden, was es dort für Rohstoffe gibt. Das ist aber hier scheinbar nicht der Fall. Nee. Oder doch? Ah, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch bloß so ein Durchflugspunkt. Hier unten haben wir das auch, dass jetzt hier geguckt werden soll. Was wird denn hier platziert? Was gibt es hier für Rohstoffe? Was gibt es hier für Rohstoffe? Hier nicht. Und ich glaube auch hier. Dort. Und so weiter. Zusätzlich sollen Satelliten da platziert werden, wo auch die Xenon einfallen. Man sieht es hier, ne, ist jetzt gerade auf dem Weg hierher, hier einen Satelliten zu platzieren, dass man sieht, wenn hier Xenon einfallen und vor allem, was für Xenon einfallen. Und das gleiche habe ich hier bereits gemacht. Ne, man sieht also jetzt hier immer, was hier los ist, wenn die Xenon kommen. Und natürlich bekomme ich dann auch Info darüber, wenn beispielsweise Großkampfschiffe hier reinkommen. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem K, der zerstört wird. Nee, nicht K. H. Und hier sollen Satelliten platziert werden. Hier habe ich, glaube ich, nicht angewiesen, weil ich keine Satelliten mehr hatte. Stattdessen aber nochmal hier. Und dass auch von hier nichts einfällt. Beziehungsweise, dass ich sehe, wenn da was einfällt und Probleme bekommen. Genau, so viel dazu. Es ist also immer hier im administrativen Bereich, wo man sich auch viel aufhält, in dem Spiel relativ viel passiert. Und jetzt geht es darum, ich brauche ja nicht speichern, das war ja bloß die Erklärung quasi, die jetzt nochmal nach dem Speichern etwas gedauert hat. Ich fliege jetzt einfach mal da rein und wir gucken, was jetzt passiert mit dem neuen Schiff. Das geht jetzt auch, ne? Wir kommen jetzt über die 300 irgendwas Meter pro Sekunde, die wir vorher hatten. Wir übersteigen jetzt die 500 durch den Split-Antrieb. Die Waffen hören sich alle nice an, wenn die abgefeuert werden. Ob das was bringt, werden wir dann gleich sehen. Erreiche System. Zoll. So. Dann werden wir die jetzt mal suchen. Die Piraten. Wir kommen jetzt von der anderen Seite. Ferne sehe ich eine
Bergbauflotte. Vielleicht können wir sie nach dem Weg fragen. Ja, aber wir haben jetzt auch hier die Verbindung hergestellt, dass es hier eine weitere gibt. Um zum Beispiel hier unten relativ zügig hinzukommen. So. Woher stammt jetzt dieses Signal der Gegner? Ist das von da? Oder bekomme ich das jetzt permanent zum Beispiel hier, weil da Xenon einfallen? Das wäre natürlich doof, ne, wenn das das Signal gibt, aber ich glaube nicht. Wir werden jetzt einfach mal da hinsausen. Mikrogitter Fabolo, Mineralien. Mit dem Reiseantrieb. Jetzt nach wie vor schwach, auch bei den Split. Aber mir ging es vor allem darum, auch schnell und wendig, ohne den zu sein. Ja, okay, das war hier. Hier gibt es eine fiese Mine. Sorry. Ja, der Kontostand sieht gerade echt böse aus, aber es kommt 370.000 wieder rein oder 371.000. Jetzt sieht das schon wieder etwas besser aus. Ich habe natürlich viel Geld ausgegeben für die Waffen und so, ne? So, wir speichern jetzt nochmal kurz davor, um bei einem Fehlschlag vielleicht nicht ganz so weit reisen zu müssen. Ja, wenn ich einen zweiten Versuch starten möchte. Bei der Königin! Diese Pioniere scheinen in Schwierigkeiten zu sein. Wer geht da? Ein Schritt näher und du bist Raumfliegenfutter. Nein, 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 das kann nicht passieren. Flotte, verteidigt euch. Lasst nicht zu, dass dieser Yaki uns unsere hart verdienten Credits wegnimmt. Captain, sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Wir sind Pioniere und werden nicht von einem Piraten erledigt. Nette Waffen auch schon im ersten Blick. Und die Schilder haben gehalten. Ja, das ist tatsächlich was ganz anderes. Augenblick nach dem Schiff zu tun. Das ist hier die ganze Zeit geschießt. Jetzt nämlich doch wieder fleißig auf die Hülle. Okay, wir müssen es tatsächlich einmal laden. Aber wir sehen ja. Es geht ganz gut, ich muss bloß bei den Xenon ein bisschen aufpassen. Also, bis gleich. Bei der Königin! Diese Pioniere scheinen in Schwierigkeiten zu sein. Versuchen wir uns mal hinter die Wolfsherz zu setzen. Du bist Raumfliegenfutter. Nein, 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 das kann nicht passieren. Flotte, verteidigt euch. Lasst nicht zu, dass dieser Yaki uns unsere hart verdienten Credits wegnimmt. Captain... Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Wir sind Pioniere und werden nicht von einem Piraten erledigt. Das ist jetzt schlecht, dass sie jetzt schon kommen. N. Eben doch ein bisschen besser. Aber egal, auf wen wir uns gerade fokussieren, es kommt dann ein anderer.
Frage. Werden wir selber noch geschossen? Ja. Das ist natürlich schon so groß. Werfe aus. Das ist ärgerlich. Bis gleich. Der Königin, diese Pioniere scheinen in Schwierigkeiten zu sein. Hauptsache, wir müssen Bosotar nicht mehr so oft zuhören. Vegeta, ein Schritt näher und du bist Raumfliegenfutter. Nein, 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 das kann nicht passieren. Flotte, verteidigt euch. Lasst nicht zu, dass dieser Yaki uns unsere hart verdienten Credits wegnimmt. Captain, sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Wir sind Pioniere und werden nicht von einem Piraten erledigt. Dafür werden wir abgeschlachtet werden. Komm, meine Kinder, reißt sie aus ihren Metallsärmen. Das soll natürlich eigentlich nicht passieren. So, wer da gerade gegen wen? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall. Aber eben auch das Wolfsherz. Das ist Mist. Zuwenden, dann kommt das Wolfsherz von hinten. Hurra, Okami. Oder auch nicht. Okay. Jetzt kommt er. Eieieiei, macht der Schaden. Alle gegen mich. Ah, so macht's keinen Spaß. Einmal probieren wir es noch. Vielleicht werden wir ihm jetzt einfach mal zuvorkommen. Und ihn einfach schon mal schießen. Nein, das kann nicht passieren. Flotte, verteidigt euch. Lasst nicht zu, dass dieser Jan eine Hand verdient. Captain, sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Wir sind Pioniere. Werden nicht von einem Piraten erledigt. Zumindest schon mal seine Schilde weg. Natürlich. So soll. Zweifle ich natürlich. Auch früher reagieren müssen, als ich gemerkt habe, man kann die Hülle nicht explodieren. War das? Ich kann mich aufhören müssen. Ich glaube, diese Thermal-Desiflatoren machen auch noch Farben dieser Zeit, ne? Nervt, Leute. Nervt. So, wen jetzt? Wen? Okay. Konnte N. Ihn. Verschickt.
Das wird ja auch wieder teuer mit dem Reparieren. Also merken, Wolfsherz gleich beschießen. Er wehrt sich nicht, bis die Schilde runter sind. Ja. Das war knapp. Nun, Freund, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Wären Sie nicht genau im richtigen Moment angekommen, weiß ich nicht, ob wir den Mut gefunden hätten, uns gegen diesen abscheulichen Unhold zu stellen. Aber Captain Atreides... Räuven, bitte, geben Sie unserem Gast einen Moment zum Atemholen. Vielleicht hilft das Sammeln der Fracht, die während dieses überaus abscheulichen Angriffs verstreut wurde, unsere Stimmung zu heben, ja? Bitte, Freund, helfen Sie uns, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Oh, hier gibt es insgesamt viel. So, gerade mal kurz speichern. Noch mehr Fracht zu holen. Das. Dann glaube, das war's. Jetzt gibt's nur noch die Missionsfracht. Begleiten Sie uns auf unserer Reise. Es ist nur ein Katzensprung. Bei unserer Ankunft werde ich arrangieren, dass Sie großzügig untergebracht werden. Nicht untergebracht. Belohnt. Belohnt werden will ich. Volo, Mineralien. Ist aber schon hart, ne? Also wenn man nicht zwischendurch immer mal speichert, sind solche Situationen Sie, in dieser Mission natürlich was plötzlich Sie echt zu krass. Diesem abgelegensten aller Orte. Vielleicht haben Sie von der berühmten Pionierinitiative gehört. Und wollten dieses überaus ehrenvolle Unterfangen unbedingt selbst sehen. Ich kann mit Stolz sagen, dass wir Pioniere des Gebietes Sonnensystems seit unserer Gründung pflichtbewusst erweitert haben und unsere glorreiche Geschichte von Tag zu Tag großartiger wird. Ich muss sagen, diese Operation ist ziemlich faszinierend. Ein Vorone? Wie faszinierend. Sie können unmöglich hier sein wegen des planetarischen Verschönerungsprogramms. Oh, in der Tat. Ich habe eine Fülle lebhafter Ideen, die ich sehr gerne. Ich wollte sagen, diese Information ist als geheim eingestuft, Freund. Richtig, zu viele Ohren. Nun, ich bin sicher, wir werden reichlich Gelegenheit zu einem Gespräch haben, sobald wir an unserem Ziel angekommen sind, meine lieben Freunde. Captain, wir nähern uns unserer Operationsbasis. Kapital. Nun denn, mein Freund, gehen Sie und bringen Sie die Fracht, die Sie uns aufzunehmen geholfen haben, zu dem Zollbeamten dort drüben. Keine Sorge, sie wird es irgendwann begreifen und Sie werden Ihren Anteil bekommen. Zollbeamte. Ein bisschen viel... Bisschen viel illegale Fracht dabei.
Sonnenkraftwerk. Ja, bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Ist das Schiff doch gar nicht. Erfolgreich angekommen. Diese ganze Situation scheint schrecklich undurchsichtig. Ich hoffe, dass dieser Zollbeamte etwas Licht in das bringen kann, was wir gerade gesehen haben. Sir. Nemesis, Angreifer. Moment. Habe ich nicht gelesen, wo, aber ich vermute ja mal. Hier. Nee. Tarkas Zusammenbruch. Wo ist denn noch Tarkas Zusammenbruch? Da nicht. Wo ist Tarkas Zusammenbruch? Keine Ahnung. Schiff von mir, der fliegt ja nur durch, okay. Ein bisschen wahnsinnig geworden. Hoffen wir mal, dass er das da durchschafft. Wird jetzt verfolgt. Wieso fliegt man da durch? Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im holographischen Kino neue Filme angefangen haben. Mal ganz kurz noch beobachten. Hallo. Oh, hi. Und raus bitte. Danke. So, und das ist in der Leere. In der Leere. Da ist auch ganz gut was los. Ein Car. Okay. Zollamt. Alle. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ah, ja, ich habe eine weitere Lieferung erwartet.
Eine Lieferung terranischer Technologie, nicht geladen und zur Probenahme bereit. Einige dieser Kisten sind beschädigt. Das ist etwas beunruhigend. Darüber wissen Sie nicht zufällig irgendetwas, oder? Ein Yaki-Angriff? Ja, natürlich. So etwas nehmen wir sehr ernst. Ich werde die örtlichen Behörden sofort informieren. Bitte richten Sie Captain Atreides meinen Dank für seine Tapferkeit aus. Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Hier, nehmen Sie das auch. Und Sie müssen mich entschuldigen, aber ich bin sehr beschäftigt. Ich fürchte, ich konnte nicht ganz folgen. Vielleicht müssen wir weiter untersuchen. Die Bewohner des örtlichen Freizeitbetriebs werden sicher mehr dazu sagen können. Vertrauen Sie mir, denn ich habe Nachforschung über richtige Detektivarbeit angestellt. Kann ich helfen? Bitte sehr. Naja, das ist ja wenigstens ein bisschen Geld wert. Die Raumfliegeneier lieber gleich weg, oder sammle ich die? Mal 1 bringt 9.000. 25 bringen 1 Million. Viel Glück da draußen. Hier ist niemand zum Befragen. Gehen wir mal da. Sternlicht möge auf Sie fallen. Mein Volk ist weit verbreitet und ich betrachte es als meine heilige Pflicht, das Tornetzwerk zu bereisen und den Bedürftigen geistige Führung zu geben. Eines Tages werden diese Pioniere erkennen, dass ihre Arbeit von der heiligen Geometrie des Kosmos geleitet wird, die uns alle geformt hat. Mir wurde jedoch mit großem Bedauern bewusst, dass nicht einmal meine paranidischen Brüder in der wissenschaftlichen Elite die Zeit für meinen Rat erübrigen können. Wirklich eine tragische Zurschaustellung von Hybris. Ich hatte keine andere Wahl, als mich an diesen bescheidenen Ort zurückzuziehen, damit ich meditieren, meinen Dienst unter den Niedrigsten der Niedrigen wieder aufnehmen kann. Diese Menschen brauchen dringend jemanden, der sie Gelassenheit und Zufriedenheit lehrt. Dieser Bereich des Tornetzwerkes beherbergt so viele unterschiedliche Völker, so viel Konfliktpotenzial. Und selbst auf dieser Station gibt es kaum einen Moment des Friedens. Vor nicht allzu langer Zeit beobachtete ich einen Piloten, der mit einem schrecklich asymmetrischen Gesicht durch diese ruhigen Hallen stürmte und unschuldige Anwesende angriff. Es wäre wirklich eine Schande, wenn diese aufstrebende Gemeinschaft in sinnlosen Konflikten verkümmern würde. Mein Volk ist weit verbreitet und ich betrachte es als guten Tag. Ja, danke. Hallo. Oh, ich arbeite nur für den Captain da drüben. Alles in allem ist es ein gut bezahlter Job. Besonders bei all den Piratenangriffen in letzter Zeit. Ja, also was das betrifft, Ihnen ist bewusst, dass wir Profis sind, oder? Dass wir uns wahrscheinlich schon früher mit Piraten befasst haben. Diese Situation hätte viel schlimmer ausgehen können. Aber es hätte auch viel besser laufen können, wenn wir auch nur die geringste Anstrengung zur Deeskalation unternommen hätten. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, um uns auszuhelfen. Aber versuchen Sie beim nächsten Mal zuerst die Situation zu begreifen. Sollte das wahrscheinlich auch dem Captain sagen. Hallo Pilot. Hier gelandet. Ich war ganz von Anfang an bei den Pionieren. Nun ja, so gut wie. Bergbaurechte waren damals schwer zu bekommen. Und wenn Sie nur ein Gelegenheitsarbeiter am Rande des Sonnensystems sind,
behandelt sie die gut geölte Maschine der terranischen Protektoratswirtschaft wie Weltraumstaub. Übrigens nichts für ungut. Ich weiß nicht, ob sie affiliiert sind, aber als wir uns trafen, kam sie aus dieser Richtung. Sie hat was? Ah ja, natürlich. Wie mutig. Und als diese Xenon hereinströmten und wir sie einfach vom Himmel pusteten, das war herrlich, nicht wahr? Hätte das nicht ohne sie geschafft, mein Freund. Und das hat sie Ihnen gesagt? Sie beiden müssen sich schon ziemlich nahe stehen. Sehen Sie, ich sage nicht, dass sie falsch liegt. Ich weiß, ich habe überstürzt gehandelt. Hätte die gesamte Operation gefährden können. Tut mir leid, dass ich sie falsch eingeschätzt hatte. Ich sah einfach ein Schiff, das ich nicht kannte, das in diesem kritischen Moment ankam und versuchte mein Bestes, um den Schein zu wahren. Aber ich weiß, dass das nichts ändert. Ich sollte mich vielleicht eine Weile von Shani fernhalten. Eine sehr lange Weile. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Grüße, Pionierkollege. Ich bin auf einer Handelsmission für die lokale Niederlassung des Teladi-Unternehmens. Wenn es gut läuft, kann ich mich vielleicht bald als CEO des Uguras Foundation, Lieferant des Fortschritts und Geschäftspartner der Segaris Pioniere bezeichnen. Unabhängigkeit ist wirklich einer der größten Katalysatoren für Profit. Jeder hier tut so geheimnisvoll. Es fühlt sich an, als müsste ich jeden wie ein rohes Ei behandeln. Dieser Zollbeamte ist der Schlimmste in dem ganzen Haufen. Wenn Sie auch nur ein kleines Stück des Zollcodes auslassen und auf die falsche Art antworten, finden Sie sich plötzlich draußen wieder und das Geschäft ist verpasst. Haben Sie schon mal gehört, dass bestimmte Sinneseindrücke Erinnerungen auslösen können? Für mich persönlich ist es der Anblick meines steigenden Guthabens. So viel. Es ist ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Ich kann schon spüren, wie alles schnell zu mir zurückkehrt. Nun, ich erinnere mich lebhaft daran, dass ich einen höchstwahrscheinlich agonischen Mann sah, der das Zollamt eilig verließ. Als Teladi kann ich solche Dinge nicht wirklich kommentieren, aber einer seiner Art könnte ihn tatsächlich als ungehörig beschrieben haben. Sein Gesicht wies seltsame Markierungen auf, möglicherweise aufgrund einer Kriegsverletzung oder einer billigen Operation. Abgesehen davon sollte ich heute ein Handelsabkommen besprechen und mein Termin wird ständig verschoben. Ich habe lange genug gewartet. Leben Sie wohl, großzügiger Gönner. Das sollte reichen. Ich glaube, wir haben genug Hinweise, um unsere Yaki-Verbindung zu finden. Okay, das hätte ich ja sogar vorher schon machen können. Trotzdem nochmal speichern, falls da gleich irgendwas kommt, dass ich die Gespräche nicht nochmal machen muss. Ich meine, gut, man kann sie natürlich beschleunigen. Aber, ja, reicht es zu. Und er ist verdächtig. Was hat er denn so im Gesicht? Nix. Nix, was man sehen kann. Hallo, Pilot. Nein. Ich bin unschuldig, ich schwöre. Diese Zollbeamtin steckte die ganze Zeit mit diesen Piraten unter einer Decke. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie selbst eine Yaki wäre. Sie widern mich an, Atreides. Wir haben ein Versprechen gegeben. Ich sage nur die Wahrheit, Räuven. Ich sage Ihnen immer wieder, dass wir dem Protektorat nicht gewachsen sind. Bitte sagen Sie es Ihren Vorgesetzten nicht. Nehmen Sie diese Zollbeamtin fest und dieses ganze Durcheinander wird sich klären, versprochen. Verdammt, Räuven, warte! Lobend die Missverständnisse,
wie unser neuer paralytischer Freund sagen könnte. Vorwärts, ich habe das Zollamt für Sie markiert. Lass mich raus. Was? Oh nein, der Vogel ist ausgeflogen. Beeilen Sie sich, Assistent. Unsere Untersuchung erfordert äußerste Eile. Dieser Asteroid sieht seltsam aus. Guten Tag. Wo habe ich Platz? Habe ich hier noch Platz? Nein. Habe ich noch irgendwo Platz? Zum Beispiel auf der H? Auch nicht. Das ist ja ärgerlich. Na gut. Dann ein anderes Mal. Ich jetzt noch mein Schiff reparieren. Nemesis, Angreifer. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht per Tastenkombination eingestiegen bin. Kurz dahin. Mein letztes Geld ausgeben. Raumdock der Segaris-Pioniere. Andocken abgebrochen. Andockerlaubnis erteilt. Ein bisschen repariert wurde das Schiff ja schon durch meine Crew. Ich möchte jetzt auch nicht großartig warten, bis das abgeschlossen ist. Der wird Schiff gebaut. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. So. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Sicher. Stehen bleiben. Nach früheren Reaktionen auf Ihre eher energische Verhandlungstaktik zu urteilen, bringt ein gewisser Druck Sie wahrscheinlich zum Nachgeben. Was wollen Sie? Drohen Sie mir? Was soll mir das sagen? Dass Sie bereit sind, die Unglücklichen zu ermorden, bis Sie bekommen, was Sie wollen?
Ist das Ihre Art der Verhandlung? Es gibt viele hier wie mich. Menschen, die bei den Pionieren einen Funken von Sinn gefunden haben, nachdem alles andere sie im Stich ließ. Und Tag für Tag tauchen immer wieder Menschen wie Sie auf, die nur einfach so unser Leben ruinieren wollen. Ich werde das nicht mehr mitmachen. Ich kann nicht. Ihr werdet einfach weiterhin kommen. Sie sagen, Sie haben einen meiner Freunde getötet. Einfach so, ich werde Sie nicht noch jemanden verletzen lassen. Hätte ja auch was anderes sagen können. Ein Gegenstand. Wie seltsam. Dies scheint ein recht fortgeschrittenes Stück Kybernetik zu sein. Sein Schöpfer scheint seine Seele selbst in die komplizierten Metallarbeiten gegossen zu haben. Und wenn meine Augen mich nicht irreführen... Ja, es scheint mit dem furchterregenden und unheimlichen Asteroiden in ihrer Nähe verbunden zu sein. Assistent, ich befehle Ihnen, nachzuforschen. In der Verbindung zu den Yaki. Mhm. Sind ja auch noch Drohnen oder Lasertürme oder irgendwie sowas drin, ne? Was für Tunnel? Muss ich mir jetzt etwa ein S-Klasse-Schiff noch hier rufen oder was? Wo soll denn der Eingang sein? Licht dort. Na gut, welches Schiff ist in der Nähe? Erstmal alles beenden und dann bitte hier zu mir fliegen. Okay, das ist nicht bei mir. Beschleunige ich mal eben. So, mein Schiff ist da. Gladius. Genau, aber die Gladius. Ich habe leider das falsche Schiff gerufen. Ich hoffe, das ist da drin jetzt nicht allzu gefährlich. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. Da ist mein anderes Schiff. Das heißt, da werden wir wohl rein müssen.
Moment, bevor ich da wieder die ganze Zeit warten muss. Weil etwas schief geht. Speichern wir lieber nochmal. Durch. Jo. Verlassene Asteroidbasis. Mir gefällt nicht, wie das aussieht. Laserturm Mark 1. Wenn da ein Laserturm ist. Ist das dann ein Tor oder was ist das? Verlassenes Yaki-Schiff. Was also hat dieser schrecklich verdächtige Zollbeamte verborgen? Wir haben hier draußen etwas gefunden. Nemesis-Angreifer? Einmal beanspruchen, bitte. Moreia. Okay, und außerhalb noch ein Schiff, oder wie? Sir. Na, no, ich muss einmal ganz kurz... Gladius. Die Aufträge abbrechen. Moreia. Nun, ich bin sicher, Sie möchten sich mit den Steuerelementen dieses faszinierenden Schiffes vertraut machen. Aber alles zu seiner Zeit. Darf ich vorschlagen, dass wir zuerst die Verlassenheit dieses schrecklichen Ortes um mehrere Ebenen der Verödung erhöhen? Ja, theoretisch schon. Die Frage ist, warum sind da Lasertürme? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Die nächste Frage ist, bekommt mein Pilot denn auch hin hier rauszufliegen? Das ist das andere Schiff. Und komme ich es hin hier rauszufliegen? Wo war denn der Eingang?
wo geht's in den Fels zurück? Und wo bin ich gekommen? Ich habe mir das leider nicht gemerkt. Ging denn das hier rein? Abgesehen davon, dass diese Pinks unglaublich nervig sind. War dadurch, ne? Eine. Und dann. So, wen habe ich jetzt hingeschickt? Den. Du brauchst nichts mehr machen. Das Schiff ist nicht mehr verlassen. Jetzt hier mal das Ding da dran hängen, oder was? Moreia. Steig mal aus. Enterkapsel. Nemesis, Angreifer. Andockerlaubnis erteilt. Nemesis, Angreifer. Sir. Frage, kommt mein anderes Schiff noch hinterher? Nachdem wir diese äußerst unangenehme Episode abgeschlossen haben, stehen Ihnen anscheinend mehrere Optionen offen, Assistent. Soweit ich das beurteilen kann, würde Ihr anderer Arbeitgeber Ihre schnelle Rückkehr zweifellos begrüßen.
Allerdings werden diese übereifrigen Terraner in ihrer Begeisterung dieses wunderbare Stück Technologie wahrscheinlich unter Quarantäne stellen. Sollten Sie sich zu einem Treffen mit ihnen entschließen, ist es ratsam, im Voraus keine Ressourcen für Schiffsausrüstung zu verschwenden. Alternativ und, wenn ich so sagen darf, vorzugsweise, sind Sie jederzeit herzlich eingeladen, sich mir in unserem eigenen Hauptquartier anzuschließen. Ich gebe zu, dass ich vielleicht nicht der verschwenderischste oder großzügigste aller Gastgeber bin. Aber ich verspreche, Ihr neu erworbenes Schiff während der Untersuchung nicht zu beschädigen. Die Suche nach mehr Wissen ist das nobelste Bestreben überhaupt. Adiquas Entscheidung, Großkampfschiff. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Eigentlich langsamer aufhören. Ja. Ach du Scheiße. Ja, da ist die Station wohl gleich hinne. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich wieder rein. Will ich ja gar nicht. Noch ein Großkampfschiff entdeckt. Jetzt kommt da noch eine H. Das Ding feuert. Nicht wirklich. Nemesis, Angreifer. Na gut, ich hole mir mal ein anderes Schiff da raus und dann überlege ich mir mal, was ich mache, ob ich das neu erworbene Schiff quasi dem Geheimdienst oder Boso übergebe. Mal gucken. Ihr werdet es erfahren. Aber nicht mehr dieses Mal. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.